Herzlich willkommen zur PK vor dem Spiel am Samstag gegen Hertha BSC. Wer von Ihnen ein Smartphone hat und multimedial unterwegs ist, wird schon mitbekommen haben, dass wir Daniel Opare verpflichtet haben. Besteht auch nach der PK dann gleich die Möglichkeit, noch ein Foto mit ihm und dem Trainer zu machen unten im Stadion und auch kurz einen O-Ton von ihm zu bekommen. Das vorab zur Info. Dann noch die Info, dass wir auch unser Angebot für unsere Fans nach dem Spiel erweitert haben. Und zwar kann man jetzt auch an der Stadionkasse Tickets für die nächsten Heimspiele kaufen. Das war bisher immer nur für die folgenden Auswärtsspiele möglich. Und wir haben auch am Samstag im Stadion noch eine Fotostation eingerichtet, an der Mitglieder nochmal Fotos machen können, um an der Busaktion teilzunehmen und mit einem Porträtfoto auf dem Mannschaftsbus vertreten zu sein. Das zur Info haben wir auch heute noch verschickt, müsste Ihnen vorliegen. Dann darf ich ganz herzlich den Trainer und Tobi Werner begrüßen. Ja, und am besten gleich die Fragerunde eröffnen. Wer will zuerst? Keine Fragen heute. Aber nur, weil ich mit B anfing. Wir freuen uns alle, dass es wieder losgeht. Trainer, wie ist die Freude bei Ihnen? Wie groß? Oder sagen Sie, Mensch, naja, wir haben noch nie gewonnen im ersten Spiel. Diesmal wird es wieder nichts oder wird es diesmal was? Nein, ich freue mich auch, dass es losgeht. Ich denke, dass wir hart gearbeitet haben in der Vorbereitung, aber jeder Spieler ist heiß und weiß, dass ein guter Start sehr, sehr wichtig wäre. Wir wissen auch, dass wir die letzten Jahre im ersten Spieltag noch nie gewonnen haben oder gewinnen konnten. Von daher sind wir hoch motiviert, das umzumünzen, was wir einstudiert haben. Ich denke, wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Wir haben ein schlechtes Pokalspiel gespielt und jetzt zählt's. Und jetzt wissen wir dann morgen oder am Samstag eben, wo wir stehen, weil die Spiele am Anfang sind die ausschlaggebenden Gründe dann dafür, um die Vorbereitung und den Start dann endgültig zu beurteilen. Da sind wir hoch motiviert, werden auf einen Gegner treffen, der verbessert ist, der gute Spiele auch gemacht hat in den letzten Wochen, die sich gut verstärkt haben, denke ich auch. Von daher müssen wir 100% bringen, wollen so agieren wie in den letzten Jahren zu Hause immer, sehr aktiv sein und hoffentlich natürlich das Spiel erfolgreich gestalten. Aber Berlin ist doch eigentlich ein ganz geeigneter Gegner, um vielleicht von einem Dreier träumen zu können. Ja, das ist für mich ein gefährlicher Gegner. Wir haben uns in den letzten Jahren immer schwer getan gegen Hertha BSC Berlin. Noch dazu sind sie aktuell gut in Form, denke ich. Also es wird eine sehr schwere Aufgabe für uns und da müssen wir uns alle zerreißen und das werden wir auch tun und dann hoffentlich die glücklichen Sieger sein. Tobias, wie sehen Sie es denn so? Ja, im Großen und Ganzen kann ich mich eigentlich den Worten des Trainers... Gilt nicht. Doch, gilt. Wir haben, glaube ich, eine lange und gute Vorbereitung hinter uns. Jetzt ist es so, dass es am Wochenende losgeht. Die Spieler brennen drauf, endlich wieder in der Bundesliga zu spielen. Die Vorfreude ist dementsprechend groß und wir wissen natürlich, dass mit Berlin sicherlich ein unangenehmer Gegner kommt. Wir haben aber die letzten Jahre vor allen Dingen in den Heimspielen gezeigt, dass wir sie schlagen können. Letztes Jahr auch 1-0 gewonnen und wir gehen positiv an die Sache ran und ich bin guter Dinge, dass wir erfolgreich in die Saison starten. Was ist anders als in den ersten 4 Jahren in der Erstliga vor der 5. Saison? Dieses Jahr ist auf jeden Fall so, dass wir eine deutlich bessere Vorbereitung gespielt haben als im letzten Jahr. Wir sind im Pokal eine Runde weitergekommen, auch wenn das jetzt kein grandioses Spiel war. Und wir haben jetzt sicherlich einen Gegner vor der Brust, der, wie ich gerade schon gesagt habe, unangenehm ist, aber dem wir uns auf jeden Fall zutrauen, einen guten Tag zu schlagen. Und ja, das gilt es dieses Jahr besser zu machen als in den letzten Jahren. Und dann weiß Hertha, glaube ich, auch, dass wir schwer zu bespielen sind, dass wir ein unangenehmer Gegner auch sein können, wenn wir 100% abrufen. Und das gilt es einfach am Samstag in die Waagschale zu werfen und dann bin ich guter Dinge, dass wir endlich mit einem Sieg in die Bundesliga starten. Herr Weinzel, fangen wir mit der Tagesaktualität an. Der Opare, was ist das für einer aus Ihrer Sicht? Wie seid ihr auf ihn gestoßen? Ja, er ist ein guter Spieler und war auf dem Markt. Ist Außenverteidiger, der beide Seiten spielen kann, rechts außen verteidigen kann und auch links, das schon bei Beşiktaş Istanbul gemacht hat, hat schon Euroleague-Spiele gemacht, ist ein international erfahrener Spieler, der uns weiterbringt und Ronny Philp hat uns ja leider verlassen oder hat uns verlassen nach Heidenheim und deswegen haben wir den Tausch da eben vorgenommen. Wie haben Sie heute diese Twitter-Meldung von Gerard Piqué aufgenommen? Haben Sie es mitbekommen oder Tobi, du? Ich habe es zufällig mitbekommen, ja, und
Ich glaube, er hat einfach im letzten Jahr geschaut, wer da der wer die Überraschungsmannschaft war und hat es einfach übernommen und hat gedacht, vielleicht gelingt es denen nochmal. Sie haben bei Opare gleich mit Philipp verglichen, beziehungsweise ihn in dem Kontext erwähnt. Ist Opare quasi der Philipp-Ersatz oder doch der Baba-Ersatz oder beides? Ja, erstmal ist Baba noch da, von daher ist es weder noch ein Ersatz für Philipp oder Baba, sondern ist ein guter Spieler. Und ich habe jetzt Philipp erwähnt, weil es die Aktualität ist, weil einer eben gegangen ist und einer gekommen ist in den letzten beiden Tagen. Aber wichtig ist, dass wir im Kollektiv funktionieren und da werde ich mich im Vorhinein nicht festlegen, wer wen ersetzen wird, sondern einfach schauen, dass wir immer die bestmöglichste Aufstellung finden. Und da sind wir von den einzelnen Spielern einfach abhängig. In welchem Trainingsziel oder welchem Trainingslevel kommt Opare zum FCA? Ja, die Leistungstests waren gut, von daher ist er für seine Verhältnisse oder ist er relativ fit für die Verhältnisse, dass er jetzt nicht 100% im Mannschaftstraining war die letzten Wochen, aber da werden wir ihn behutsam hinbringen. Spielpraxis wird ihm fehlen, aber das werden wir im Training dann hinbekommen. Aber für Samstag noch kein Thema? Das weiß ich nicht. Der Kader ist so, dass alle einsatzfähig sind und dass ich die Qual der Wahl habe und mir Gedanken mache, wer die besten 11 sind und wer die besten 18 sein werden. Unter den besten 11 wird auch der Name Baba drin sein? Möglich, ja. Er ist Angestellter des FC Augsburg und deswegen ist es für mich immer eine Option, ihn spielen zu lassen. Das werden wir am Samstag entscheiden. Ist der Kader so Ihrer Meinung nach dann komplett, um in die Euroleague, in die Europasaison zu starten? Oder muss doch noch ein bisschen gefallen werden? Wir könnten starten, wir werden aber noch weiter schauen und keine Ahnung, ob dann noch was passiert oder nicht. Von hinten kommt die Frage, Marco Marin. Haben Sie, ich weiß nicht, was ich da fragen soll, Herr Groh. Der schwirrt ja letztlich auch um den Namen FC Augsburg. Habe ich genauso gelesen wie ihr. Wäre aber ein guter Name. Oder hat der auch, ja, wäre ein guter Name, würde der passen? Mit Sicherheit, der steht auch bei Chelsea, glaube ich, unter Vertrag, war jetzt ausgeliehen immer wieder. Ist schon ein guter Spieler. Können wir einen Tausch machen, Baba, Marin? Ja, Marin hinten links wäre nicht so seine Position, denke ich, da behalten wir lieber Baba. Wie belastet, das muss doch Sie belasten oder die Mannschaft auch oder als Trainer natürlich, Baba ja oder nein, Hickhack oder so, diese Million, wie gehen Sie damit um? Irgendwann muss doch mal eine Entscheidung fallen. Nein, belastet mich nicht. Sagen Sie ja die Wahrheit? Ja, sage immer die Wahrheit. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ja. Irgendwann muss doch mal klar sein. Klar ist, dass er Angestellter ist des FCA und dass ich mit den Spielern arbeite, die da sind und schaue, dass wir am Samstag gewinnen. Das ist meine Aufgabe und der gehe ich hundertprozentig nach. Gut. Tobi, wie groß ist die Gefahr, dass Berlin wieder eine Mauer aufstellt? 0-0, 0-1, 1-0, 0-0, glaube ich, die vorherigen Ergebnisse, die werden nicht auf Sieg spielen und euch den Gefallen tun, offen zu sein. Ich glaube, mit dem Wechsel letztes Jahr von Lukai zu Dardai wollten sie erstmal komplett ihre Defensive stärken, weil davor viele Gegentore kamen. Das vorwiegende Ziel war letztes Jahr, die Klasse zu halten, das haben sie geschafft. Aber ich glaube, jetzt auch in der Vorbereitung hat man gesehen, dass sie ihren Spielstil wieder ein bisschen offensiver ausgerichtet haben. Das ist auch die Anlage. Sie haben Offensivkräfte dazu gewonnen, Darida verpflichtet, der Weiser ist ja leider verletzt, aber ich glaube nicht, dass sie sich komplett hinten reinstellen. Sie werden sicherlich auch uns das Spiel überlassen, aber ich hoffe nicht, dass sie sich so wie in Berlin komplett hinten reinstellen. Euch das Spiel überlassen, damit hattet ihr letztes Jahr Probleme, dieses Jahr nicht mehr, weil? Ja, weil wir mehr Lösungen suchen müssen und auch finden werden. Wir haben das im Trainingslager oder in der Vorbereitung oft situativ trainiert und wissen da jetzt einfach mehr mit umzugehen, als wir das letztes Jahr gemacht haben, weil es da einfach durchaus überraschend kam. Dieses Jahr sind wir darauf vorbereitet und ihr werdet sehen, dass wir da das besser meistern werden.
Noch weitere Fragen? Darf ich noch eine stellen? Klar. Frage ich nicht mehr danach. Tobias, jetzt sind hier doppelt so viele Kameras da als in den letzten 4 Jahren oder doppelt so viele Journalisten auch und Fotografen und Bohai und Pipapo. Wie ist das Gefühl so? Mit welcher Erwartung gehst du da so rein in diese Saison? Ganz was anderes als bisher. Ja, ein tolles Gefühl. Es ist so ein bisschen auch Auszeichnung dafür, dass wir erstens gut Fußball spielen als Team, uns enorm verbessert haben und ja, die Außendarstellung, die wächst einfach von Jahr zu Jahr. Ich weiß nicht, aber du kannst dich daran erinnern, erstes Jahr, da waren wir in der Donauwörther Straße, waren 3 Journalisten da und dieses Jahr sind es 4 Kamerateams und 12 Journalisten. Also es ist schon sensationell, das ist eine Auszeichnung für uns, aber das ist auch Ansporn dafür, dass wir immer weitermachen wollen. Wir ruhen uns nicht auf dem, was war, aus, sondern wollen jetzt zeigen, wie gut wir damit umgehen können. Markus, was sagen Sie Ihren Männern jetzt angesichts dieses Auftriebes und dieser Erwartungen, die natürlich jetzt da nicht nur in Augsburg wabert? Nein, ich werde der Mannschaft sagen, dass der Start sehr, sehr wichtig ist für diese Saison, weil wir alle wissen, dass wir dreifach belastet werden und in den ersten Wochen, die englischen Wochen noch nicht da sind und da brauchen wir Punkte und deswegen ist es umso wichtiger, jetzt am Samstag gut zu starten. Der Start ist generell wichtig, aber gerade für den FC Augsburg mit dieser Dreifachbelastung wäre in dem Jahr der Start unheimlich wichtig und dementsprechend werden wir hoffentlich agieren. Ist das nicht auch Druck, wenn Sie sagen, in den ersten Spielen ohne englische Woche müssen die Punkte her? Druck haben wir immer. Wir wollen immer gewinnen, aber ich sage es nur, und das weiß jeder, dass die ersten Spiele wichtig sind und da einen Puffer zu haben, da einen Polster sich anzulegen oder zu punkten und nicht die Riesendrucksituationen gleich am Anfang zu haben, das wäre natürlich sehr angenehm. Druck hat die Mannschaft, haben wir immer. Gut, dann herzlichen Dank. Und wir gehen mit dem Trainer noch raus.